zwei Sachen haben mir die Reise durch China sehr erleichtert. Das erste war ein Tipp eines Sinologen, eines Freundes, der mir gesagt hat, in Hongkong lass dir Visitenkarten drucken, auf einer Seite Englisch, auf der anderen Seite mit den chinesischen Schriftzeichen. Und wenn du irgendwo hinkommst, in ein Hotel zum Beispiel, in dem man dir sagt, wenn du ein Einzelzimmer möchtest, Meo. Meo bedeutet so viel wie, das haben wir nicht, das gibt's nicht. Nein. Dann gib ihnen deine Visitenkarte mit den chinesischen Schriftzeichen. Das ist sehr beeindruckend für die Chinesen. Also, das habe ich gemacht. Das Zweite, was meine Reise erleichtert hat, war Folgendes. Beim Packen meiner großen Tasche, ich bin ja wie gesagt im September weg und ich wusste, es wird ja kalt in China, habe ich ganz zum Schluss noch eine Wärmflasche eingepackt. Das war super in den Zügen, das wusste ich natürlich vorher nicht, aber in den Zügen war es so, die Chinesen hatten immer so ein, wie so ein Marmeladeglas dabei mit grünen Teeblättern drin. Und immer wieder kam ein Mädchen durch die Waggons mit einer riesigen Thermosflasche mit heißem Wasser und hat diese Marmeladegläser mit den grünen Teeblättern aufgefüllt und die Chinesen haben das dann getrunken. Und ich habe dann immer so meine knallrote Gummiwärmflasche rausgezogen und habe die so hingehalten und habe natürlich auch mein heißes Wasser gekriegt und habe die dann zugemacht, habe sie mir auf den Bauch gelegt oder die Füße draufgestellt, je nachdem, wo es mir gerade kalt war. Und das war immer ja, die Attraktion. Alle Chinesen sind aufgestanden, haben geguckt, was macht die Langnase da? Was hat die da? Ich weiß nicht, ob sie das wirklich verstanden haben, dass ich das zum Aufwärmen benütze. Jedenfalls habe ich in China im Jahr 1983 keine einzige Wärmflasche gesehen. Also das war sicherlich für viele das erste Mal, dass sie sowas gesehen haben.